sind wir auch schon da, ja? Kann man bitte mal dieses Geheul abstellen? Bin schon dabei. Ja, bist du bald noch fertig? Ich hab heute noch was vor. Du hast heute noch was vor? Hey, was ist los? Ja, hallo. Ja, was soll ich sagen? Er ist tot. Okay, und woran ist er gestorben? War es Mord oder Selbstmord oder vielleicht Mord, Unfall? Selbstmord. Siehst du, hatte ein Messer genommen und hat sich aufgeschlitzt. Ist tot. Okay, was hast du herausgefunden? Welche Uhrzeit ist er gestorben? Ja, Arm ist noch nicht hart, ist noch nicht steif, also vielleicht 4 Stunden. Vier Stunden. Was ist denn das für eine Einstichstelle da am Arm? Was ist die Einstichstelle? War vielleicht Fixer oder was weiß ich, hab nichts gefunden. Nichts gefunden. Ja, okay, er hatte auch nichts im Blut. Nein, hat er nicht gemacht. Ist tot. Ist kaputt. Okay, danke für die Infos. Okay, ciao. Ciao. Carlos. Hast du ausgeschlafen, ja? Ich hab den Toten gesehen. Ja, der liegt doch in der Pathologie. Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Na, da muss ich gucken wir mal nach. Der ist bestimmt weg. Na, Meister? Hm? Leichenschmaus auf eine andere Art und Weise, oder was? Was heißt Leichenschmaus? Ist er tot? Ja. Okay. Ich sehe, dass er tot ist, aber er war gestern der Meinung, dass er gestern spazieren gehen musste. Wie siehst du das? Wie spazieren? Geht nicht spazieren. Liegt doch hier, ist tot. Kann nicht spazieren. Kann nicht weggehen einfach. Okay, hast du auch wieder recht. Mist. Sieht aber irgendwie ein bisschen unnormal aus. Das ist unnormal. Mumifizierung. Guckst du. Das ist neue Technik aus Amerika. Alles okay. Naja, dann scheint ja alles in Ordnung zu sein. Na, dann können wir ja gehen. Ja, ciao. Ciao. Irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube einfach nicht an Selbstmord. Und von diesen neuen Techniken zur Mumifizierung habe ich auch noch nichts gehört. Außerdem hatte die Leiche jetzt 2 Einstiche. Das kommt mir auch total spanisch vor. Wir werden heute Abend die Pathologie überwachen gehen. Mein Gott, habt ihr kein Privatleben? Boah, wir sind hier in keinem Horrorstreifen, wo die Toten wieder auferstehen und rumrennen und nach Currywurst brüllen oder so ein Scheiß. Naja, anscheinend hast du ja mehr Interesse an Lebenden anstatt Toten, ne? Was soll das denn warten. Ey, du bist in letzter Zeit total komisch. Boah, das ist doch vollkommener Schwachsinn. Nur jetzt. Ich will nicht, dass man was bemerkt. Halt! Jetzt haben wir aus. Wo wollt ihr denn? Ich nach Hause wollte ich gehen. Wollte ich nach Hause. Ach ja. Ich weiß nicht, ich habe nichts gemacht. Ich bin nach Hause gegangen. Ach, du hast nichts gemacht. Du hast ihm noch die Drogen verabreicht. Richtig? Ich wollte Heilmittel entwerfen. Ja. Wollte ich Heilmittel. Tolles Heilmittel hast du entworfen. Ja, wie war's? Wie ist schuld? Ich bin nicht schuld. Lächerlich. Ja, ich habe dich geschaut. Ich wollte Heilmittel machen. Und du wolltest Macht haben, wolltest Armee bauen. Aber ich mache jetzt meine Armee. Ich mache die Heil. Verstehst du? Du nicht.
Jetzt stellt sich ja mal einiges klar. Ich würde nicht so unsauber arbeiten. Da hat man einen großen blauen Fleck gesehen. Der zweite Stich allerdings war ziemlich sauber und professionell gesetzt. Man hat ihn kaum gesehen und deswegen kann er nur von dem Pathologen. Was ist jetzt? Jetzt werden Sie mitgenommen zu uns. Ja, kann ich nicht. Was wird mit meinem Geschöpf? Was wird mit meinem Geschöpf? Das ist euch, Vertreter! Ganz mal, du wolltest auch mit. Selber! Kervos!